In diesem Video beschäftigen wir uns mit Mondkratern. Hintergrund, das war eine Schülerfrage. Da hat jemand sehr genau beobachtet. Das war eigentlich das Thema Optik und so Mond- und Sonnenfinsternis. Und da ist einem Schüler aufgefallen, die sind alle rund. Tja, interessante Frage. Und in diesem Video habe auch ich was dazu gelernt. Und schauen wir uns erstmal die Simulation an. Hier ist eine Sonnenfinsternis. Und hier sieht man sehr schön den Schatten des Mondes auf der Erde. Ja, jetzt gucken wir uns den Mond mal genauer an. Und die Argumentation des Schülers war im ersten Moment, wenn so ein Meteorit senkrecht einschlägt, ist der Krater vielleicht rund. Aber die meisten Meteoriten, die werden ja nicht senkrecht einschlagen. Also müssten doch die Krater halt eben halt nicht rund sein. Gut, machen wir ein Experiment. Wir nehmen einen Kieselstein und Sand. Lassen den Kieselstein erstmal senkrecht auf den Sand fallen. Das ist der einfache Teil. Okay, jetzt machen wir das Ganze nochmal und schicken den Kieselstein sozusagen schräg auf den Sand. Das erste hat mit ein bisschen Fantasie nach Mond ausgesehen, das zweite auf gar keinen Fall. Jetzt ist die Frage, offensichtlich ist es auf dem Mond etwas anders. Also, wie kann es sein, dass etwas, was nicht senkrecht einschlägt, trotzdem einen runden Krater hinterlässt? Dazu braucht man natürlich keine Simulation, sondern erstmal echte Bilder. Und die gibt es bei der NASA. Dort habe ich dieses schöne Bild her. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Erstmal so ganz grob. Es gibt, das muss man erstmal wissen, man sieht nur eine Seite vom Mond. Das liegt daran, dass der Mond sich um sich selber dreht und einmal um die Erde dreht. Beides dauert gleich lang, nämlich 27 Tage und 7 Stunden. Daher sieht man immer die gleiche Seite. Wer es nicht glaubt, hier kommt eine Animation. Man sieht sehr schön, der Mond dreht sich um sich selbst und dreht sich um die Erde. Und auf diese Art und Weise sehen wir immer die gleiche Seite vom Mond. Das heißt, wir können mit den Mitteln von der Erde aus natürlich erstmal nur die Seite untersuchen, die wir auch sehen. Also sprich die der Erde zugewandte Seite. Und das Ganze sieht im Laufe dieser Umdrehung so aus. Hier haben wir einmal am Anfang den Vollmond gehabt und hat alle Zyklen wieder bis zum Vollmond durchlaufen. Also sieht es von der Erde aus. Gut, zurück zu meinem Bild. Schauen wir uns mal oben so eine kleine Ecke an und wenn man das vergrößert, sieht man tatsächlich, da sind runde Krater drauf. Also hier ist mal einer aus der Nähe. Der wurde tatsächlich auf dem Mond fotografiert und zwar bei der Apollo-Mission. Und man sieht, ja, die sind schön rund. Und es gibt auch relativ viele. Also das ist jetzt ein großer in der Mitte, aber gibt rundherum auch noch ganz viele. Hier ist nochmal an anderer Stelle ein schönes Foto. Wie gesagt, bei der NASA kann man die sich alle angucken. Da gibt es noch viele, viele mehr. Geschichte. Auf der erdzugewandten Seite findet man 300.000 Krater. Und zwar nur dann, wenn man die größer gleich 1 Kilometer zählt. Also wenn man die kleiner noch, sind es noch viel mehr. Der erste, der überhaupt die Krater sehen konnte, war Galilei. Weil, obwohl die größten Krater etwa 6-8% der Mondscheibe ausmachen, das ist ein Durchmesser von 200 Kilometer,
kann man die nur mit einem Teleskop sehen. Daher Galilei vermutlich der Erste, der sie gesehen hat. Und man glaubt, man weiß es nicht, dass es gab eine Zeit in der Entstehungsgeschichte der Erde, die nannte sich schweres Bombardement. Da hat man, oder zu dieser Zeit gab es halt besonders viele Asteroiden. Und man hat, oder man glaubt, dass der Mond in dieser Zeit halt besonders viele von diesen Asteroiden eingesammelt hat. Und ja, den größten, den man zumindest auf der Erde gefunden hat, der hat 60 Tonnen gewogen. Aber das Entscheidende ist, diese Meteoriten, die sind sehr, sehr schnell unterwegs. Und zwar, wir reden hier von Kilometer pro Sekunde. Und hohe Geschwindigkeit, ein halb mv Quadrat, also Geschwindigkeit wird ja quadratisch umgerechnet in kinetische Energie. Das heißt, wir reden von unvorstellbaren Mengen an kinetischer Energie. Und wenn man jetzt noch bedenkt, wie schwer die sind, selbst wenn einer jetzt nicht ganz so schwer ist, aber aufgrund dieser Wahnsinnsgeschwindigkeit und durch das Quadrat hat man halt viel Energie. Und dann passiert etwas anderes, wenn der irgendwo einschlägt. Und zwar wird die ganze kinetische Energie umgewandelt in, ja, in was eigentlich? Und das schauen wir uns hier an. Und zwar verschwindet sozusagen der Meteorit. Es gibt eine Explosion. Und das Ding verdampft quasi. So, und jetzt ist da die Energie auch so groß, dass das Ganze erstmal in das Gestein, Mondgestein, eindringt. Das heißt, es dringt erst ein und dann explodiert's. Und dann ist ja noch Material außenrum und das Material wird weggesprengt. Und zwar wie so ein Kegel eben. Und ich habe das hier mal in dem Bild. Dann sieht man das und das, was dann übrig bleibt, ist halt von oben gesehen oder je nachdem, wie rum. Normalerweise ist beim Kegel die Spitze oben, und hier ist er halt unten. Und man sieht halt sozusagen unten die Grundfläche des Kegels. Und das ist dann der Krater. Und am Rand ist halt das übrig gebliebene Material, was da entsprechend gesprengt worden ist. Ist eine sehr spannende Geschichte. Habe ich nicht gewusst. Habe ich dank einer Schülerfrage gelernt. Sehr, sehr coole Geschichte. Also, ja, dann schauen wir uns nochmal eine Animation zum Mond an. Und so weit, so gut. Wenn das Video gefallen hat, naja, ihr kennt das schon.